Als unbekümmter, knallharter Drummer von Motley Crue ist Tommy Lee einer der berüchtigsten Musiker aller Zeiten. Als jüngstes Mitglied der Band war sein gesamtes Erwachsenleben vom Rockstar-Lifestyle geprägt, im Guten wie im Schlechten. Hier sind einige der dunklen Details aus Tommy Lees Leben. Tommy Lees Sextape mit Pamela Anderson ist lächerlich berühmt und die Geschichte hinter dem Tape ist so interessant wie sein Inhalt. 1995 entließ das Paar mehrere Arbeiter, die ihre Villa in Malibu renovierten. Dies passte nicht gut zu einem Elektriker, der bereits so erschöpft von dem Paar war, dass er Berichten zufolge bereit war, von den $20.000 zu gehen, die sie ihm für die unvollendete Arbeit noch schuldeten. Als der Elektriker zum Haus zurückkehrte, um seine Werkzeuge zu holen, sah er sich einem mit einer Schrotflinte schwingenden Lee gegenüber, der ihm befahl, das Grundstück zu verlassen. Dies war der letzte Strich für den Arbeiter, der beschloss, sich zu rächen, indem er einen Safe stahl, von dem er wusste, dass Lee ihn in der Garage aufbewahrte. Einen erfolgreichen Überfall später entdeckte der Elektriker, dass der Safe etwas viel Wertvolleres enthielt als nur Schmuck und Familienkram. Ein 54-minütiges Heimvideo des berühmten Superstar-Paars der Zeit mit ungefähr 8 Minuten etwas äußerst Persönlichem. In einer amüsanten Wendung war der Elektriker zufällig ein Veteran der Erotik-Filmindustrie. Mithilfe seiner Kontakte wurde das Tape vervielfältigt und Kopien an die Öffentlichkeit verteilt, gegen einen Preis. Trotz aller Bemühungen des panischen Paares verbreitete sich das Video wie ein Lauffeuer. Bis 1997 war es solch ein kulturelles Stück, dass Variety tatsächlich eine Rezension veröffentlichte. Im Jahr 2007 boten die MTV Music Awards einen unerwarteten Bonusauftritt, als Tommy Lee und Kid Rock am Tisch von Sean Diddy Combs in eine Schlägerei verwickelt waren. Da beide Männer mit Pamela Anderson verheiratet waren, schienen die Motive hinter der Feindseligkeit offensichtlich. Aber Rock besteht darauf, dass der wahre Grund ein bisschen tiefer ging. Er sagt, der Kampf sei der Höhepunkt einer 5-jährigen Strecke persönlicher Angriffe und respektloser Handlungen gewesen, die während Rocks Scheidung von Anderson stattfanden. Rock versprach, sich für den langen Zeitraum des Missbrauchs zu rächen. Berichten zufolge hatte er bereits versucht, den Schlagzeuger aufzuspüren und am vergangenen Silvester durch sein Hotelzimmer zu platzen, aber er hatte das Zimmer falsch verstanden und sah sich statt Lee einer verängstigten Familie gegenüber. Was Lee betrifft, so besteht er darauf, dass er bei der Veranstaltung nur Kontakte geknüpft hatte, als Rock, den er Kid Pebble nennt, auftauchte, eine Umarmung ablehnte und den Schlagzeuger schlug. Lee war fest entschlossen, den folgenden Kampf zu gewinnen, aber Sicherheitskräfte zerrten ihn aus dem Gebäude. Er entschuldigte sich für seine Rolle bei dem Vorfall bei Alicia Keys, die zurzeit auftrat. Der Tod eines Kindes ist immer ein Albtraum, aber wenn dieses Kind bei einem Kindergeburtstag bei Ihnen zu Hause stirbt, nun, das ist noch beunruhigender. Genau dieses Szenario spielte sich 2001 in Tommy Lees Villa in Malibu ab, als ein 4-jähriger Junge an den Geburtstagsfeiern des ältesten Sohnes des Schlagzeugers Brandon teilnahm und später mit dem Gesicht nach unten tot im Swimmingpool trieb. Berichten zufolge tätigte Lee einen Notruf, bei dem er zugab, dass das Kind für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen worden war und dass die nachfolgende Situation so chaotisch war, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Obwohl die Eltern des Jungen den Schlagzeuger beschuldigten und ihn auf $10 Millionen verklagten, wurde er von jeglicher Verantwortung freigesprochen. Die Jury befand, dass der Tod eher das Ergebnis einer tragischen Verkettung von Ereignissen war, bei der das Kindermädchen des Jungen die Party vorzeitig verließ, um ein Konzert zu besuchen, und der Babysitter, der mit der Betreuung des Jungen beauftragt war, ihn unbeaufsichtigt ließ. 1996 wurde Tommy Lee wütend auf einen Kameramann vor dem Nachtclub Viper Room in Hollywood und warf den armen Kerl zu Boden. Dieser ohnehin schon unkluge Schritt wurde Berichten zufolge zu einem epischen Durcheinander, als sich herausstellte, dass der Kameramann Jude war und Lee ihn angegriffen hatte, während er ein sichtbares Hakenkreuz-Tattoo auf seinem Arm trug. Ja, ein Hakenkreuz-Tattoo. Lee bewegte sich, um das Tattoo abdecken zu lassen, in der Hoffnung zu vermeiden, dass es jemals von einer Jury gesehen wird. Später sagte er, dass das Symbol sei, Zitat, ein dummes Tattoo, das vor einigen Jahren erhalten wurde. Lee ließ das Tattoo entfernen und plädierte auf keine Anfechtung der straflichen Anklage. Er wurde zu 2 Jahren Bewährung, Wutmanagementberatung und einer Entschädigungszahlung in Höhe von $17.500 an den Fotografen verurteilt. MTV berichtet, dass Lee später einen Zivilprozess mit dem Kameramann beilegt und sogar versuchte, Wiedergutmachung zu leisten, indem er seinem Opfer die Hand schüttelt, obwohl der Anwalt des Kameramanns sofort einschritt und den Versuch blockierte. 1997 ließen sich Tommy Lee und Nikki Sixx während eines Konzertes im Greensboro Coliseum, North Carolina, etwas zu sehr mitreißen, womit wir meinen, dass sie anfingen, einen schwarzen Wachmann zu belästigen und versuchten, einen ethnischen motivierten Aufstand anzuzetteln.
Berichten zufolge war Six der Erste, der anfing, die Wache anzugreifen und Beleidigungen zu werfen. Aber Lee schloss sich bald an, um dem Wachmann einen Drink über den Kopf zu gießen. Der extrem schlechte Arbeitstag des armen Mannes eskalierte weiter, als die Band die 2500 Menschen in der Menge dazu ermutigten, ihn anzugreifen. Glücklicherweise eskalierte die Situation nicht zu einem ausgewachsenen Aufruhr, obwohl in einem Gerichtsverfahren erwähnt wird, dass die Menge den Wachmann und seine Kollegen mit Plastikbechern bewarf und er auf die Bühne klettern musste, um dem Publikum zu entkommen. Six wurde 2 Jahre später festgenommen, als Motley Crue wieder in North Carolina auftrat, und Lee stellte sich auch prompt. Der Schlagzeuger wurde wegen Körperverletzung und Anstiftung zu einem Aufruhr mit ethnischer Feindseligkeit angeklagt. Aber er konnte die rassistischen Aspekte des Falls vermeiden, indem er plädierte, keine Anfechtung des einfachen Angriffs zu erheben, wofür er zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Die unvermeidliche Zivilklage der Wache wurde schließlich beigelegt. Die 3-jährige Ehe von Tommy Lee und Pamela Anderson ist eine der schillerndsten Promi-Beziehungen überhaupt. Sie heirateten Anfang 1995 nach einer stürmischen Romanze, aber nach den glückseligen Flitterwochen verschlechterten sich die Dinge. Die Auseinandersetzungen eskalierten zu Gewalt, wobei Anderson Vorfälle beschrieb, bei denen Lee sie angriff, während sie ihr kleines Kind im Arm hielt. Schließlich inspirierte eine Schlägerei Anderson dazu, die Polizei zu rufen und die Scheidung einzureichen. Der Schlagzeuger plädierte schließlich auf keine Anfechtung einer Straftat wegen Verletzung eines Ehepartners. Er verbüßte 4 Monate einer 6-monatigen Haftstrafe und wurde angewiesen, eine Beratung zur Aggressionsbewältigung zu suchen, Zivildienst zu leisten und 5.000 US-Dollar an ein Frauenhaus zu spenden. Er musste auch Alkohol und Drogen meiden und mindestens 100 Meter von Anderson entfernt bleiben. Im Jahr 2000 verstieß der Musiker jedoch gegen seine Bewährung und verbrachte daraufhin weitere 5 Tage im Gefängnis. Die Mitglieder von Motley Crue sind offensichtlich dafür bekannt, Drogenmissbrauch zu betreiben, aber ihre bevorzugten Laster sind alle unterschiedlich. Lee seinerseits besteht darauf, dass er nicht der abweichende Alkoholabhängige ist, aber einige Bekannten scheinen anderer Meinung zu sein. Sein Sohn Brandon hat ihn Berichten zufolge als Alkoholiker bezeichnet, und das ist noch nicht einmal das Schlimmste, was seine Lieben zu diesem Thema gesagt haben. Ex-Frau Pamela Anderson machte Lee 2018 auf seinen Alkoholismus aufmerksam, indem sie auf ihrer Webseite einen Beitrag mit dem Titel Alcoholism is the Devil veröffentlichte. Anderson sagt, dass der Text das erste Mal ist, dass sie öffentlich über Lees Probleme mit Alkohol spricht, und es zeichnet ein ziemlich hoffnungsloses Bild des Schlagzeugers und seiner Trinkgewohnheiten. Obwohl sie darauf hinweist, dass Lee ein talentierter Mensch ist, nennt sie den Schlagzeuger auch, ein Zitat, Narzisst und Soziopath. Two new babies. Tommy comes third now, instead of first. I'm a new father. Dennoch sind vielleicht die härtesten Worte in ihrem Schreiben diese. Niemand versteht die lebenslange Enttäuschung, die dieser Mann unsere Familie gebracht hat. Immer wieder das Zentrum von Traurigkeit, Drama und Verwirrung. Eifersucht auf das Talent und die Schönheit seiner Söhne vom Tag ihrer Geburt an. Er ist krank. Eine großzügige Art, Tommy Lees Beziehung zu seiner Familie zu beschreiben, wäre zu sagen, dass sie dysfunktional ist. Im Jahr 2018 schlug ihn sein ältester Sohn K.O. Die Details sind genauso verschwommen, wie sie es von einem Faustkampf erwarten würden, an dem ein Motley Crue-Mitglied beteiligt ist, aber Berichten zufolge sind sich wohl Lee als auch seine Verlobte einig, dass Lees Sohn Brandon, der zu dieser Zeit bei seinem Vater lebte, in ihr Schlafzimmer stürmte und schlug Tommy nach einem kurzen Streit platt. Laut Brandon wurde die Situation ausgelöst, als sein Vater unangenehme Kommentare über seine Mutter in den sozialen Medien veröffentlichte. Der Sohn deutete auch an, dass der übermäßige Alkoholkonsum seines Vaters ein Faktor in dem Kampf war und der nur zurzeit zu Hause lebte, um Lee bei seinen Drogenproblemen zu helfen und versuchte, eine Intervention zu organisieren. Ungeachtet der Absichten bestand Tommy Lee darauf, seinen Sohn für den Schlag bezahlen zu lassen und wollte für eine unangenehme lange Zeit Anklage erheben, bevor er sich schließlich entschied, die Sache fallen zu lassen. Anfang 2019 wurde Motley Crue's Star dank der Verfilmung ihrer berüchtigten Autobiografie The Dirt wiederbelebt. Die ganze Aufmerksamkeit hatte auch einen zweiten Blick auf die vielen schmutzigen Geschichten des Buches verdient, die einige ernsthafte Fragen aufgeworfen hat. In dem Buch scheint Bassist Nikki Sixx einen direkten sexuellen Übergriff zu gestehen, den er und Tommy Lee einmal auf einer Party begangen haben. Laut dem Buch näherte sich Sixx Lee auf der Party und erklärte dem Schlagzeuger, dass er sich mitten in einem intimen Moment in einem nahegelegenen Schrank befand und eine Frau auf seine Rückkehr wartete. Die Männer waren sich einig, dass Lee sich mit Sixx in den Schrank schleichen würde, damit sie die Plätze tauschen könnten, ohne es der Frau zu sagen. Ohne ihre Zustimmung tauchte Lee ein, um Sex mit der Frau zu haben, während Sixx hinter ihm stand und mitspielte. Wie Sixx erzählte, rief diese Frau ihn später an, um ihm zu sagen, dass sie von einem Fremden sexuell angegriffen worden war, als sie versuchte, von der Party per Anhalter nach Hause zu fahren. Als Sixx das hörte, sagte er, es sei ihm in den Sinn gekommen, dass er und Lee sie auch sexuell missbraucht hätten.
Es überrascht nicht, dass Six die ekelhafte Geschichte rückgängig machte, als sie anfing, etwas Aufmerksamkeit zu erregen. Und jetzt sagt, dass er sich nicht an die Ereignisse erinnert und dass er die Geschichte möglicherweise als Teil seiner drogenabhängigen Interviews für das Buch vollständig erfunden hat. Lee hingegen scheint über den Vorfall völlig geschwiegen zu haben. Tommy Lee ist eindeutig bekannt für seine extravaganten Schlagzeug-Solos. Eine seiner berühmtesten Tricks ist die Trommel-Achterbahn, die es in verschiedenen Variationen gibt. Eine kreisförmige Achterbahn, bei der Lees Trommelplattform um 360 Grad kreist und ein großes Crucify-Rig, das ihn hoch über das Publikum trägt. Lee beschützt seine Stunts aufs Schärfste, bis zu dem Punkt, an dem er Rapper Travis Scott öffentlich wegen der Verwendung ähnlicher Rigs auf seiner Tour im Jahr 2018 denunziert und sogar mit rechtlichen Schritten über Twitter drohte. Scotts Anwaltsteam wies jedoch schnell darauf hin, dass Lee das Konzept der Konzertachterbahn nicht erfunden hatte und der eigentliche Schöpfer der fraglichen Anlage Scott die volle Erlaubnis erteilt hatte, sie zu verwenden. Sehen Sie sich hier eines unserer neuesten Videos an, außerdem kommen bald noch mehr Grunge-Videos. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und drücken Sie auf die Glocke, um nichts zu verpassen.